Hey liebe Leute, guckt mal auf den Tacho. Wir haben Freitag und immer noch kein Tippvideo von mir. Fast hätte ich es vergessen, ehrlich gesagt. Aber ich wollte euch auf jeden Fall noch was nachschieben. Hier sind meine Tipps zum 15. Bundesligaspieltag. Ja, Thomas tippt heute leider nicht mit. Beim nächsten Mal versuchen wir es aber wieder, spätestens allerdings zur Rückrunde. Denn uns steht was ganz Schlimmes bevor, liebe Freunde. Winterpause. Aber bevor die losgeht, haben wir heute noch die Tipps zum 15. Spieltag und nächstes Mal auch die Tipps zum 16. Spieltag. Und es geht los mit 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, liebe Freunde. 1899 Hoffenheim mit einigen Verletzungssorgen. Wir wissen nicht, ob dem hierbei Rudi oder auch Vogt rechtzeitig zum Schlager gegen Dortmund fit werden. Und auch die Dortmunder haben wirklich durchaus Verletzungssorgen. Bürki fehlt natürlich weiter und Nuri Sahin wird wahrscheinlich auch nicht spielen können. Dazu gibt es viele kleinere Wehwehchen. Gonzalo Castro wissen wir jetzt nicht, ob er rechtzeitig fit wird. Wahrscheinlich nicht, er hat eine Rippenprellung. Marc Bartra hat Fieber. Sokrates hat auch einen Schlag abbekommen, Piszczek auch. Also sieht es momentan nicht so gut aus für die Dortmunder. Und es wird auch ein sehr spannendes Spiel werden. Hoffenheim hat die Glückssträhne jetzt auch nicht mehr gepachtet. Viele, viele Unentschieden in letzter Zeit. Aus den letzten fünf Spielen haben sie viermal Unentschieden gespielt und einmal gegen Köln gewonnen. Jetzt wieder das Unentschieden gegen Frankfurt. Die Dortmunder sind ja notorisch auswärts schwach, haben auswärts noch nicht wirklich etwas gerissen bekommen. Jetzt die zwei Unentschieden gegen Real Madrid und gegen den ersten FC Köln. Dazu die vielen Verletzten. Ich tippe hier Hoffenheim gegen Dortmund 2:0. Leute, wenn ihr mehr Tippvideos sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da. Die Samstagskonferenz, liebe Freunde, wird eröffnet vom FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Und Augsburg, ja, mit der Trainerentlassung des Jahres eigentlich für mich. Dirk Schuster wurde beurlaubt und dafür übernimmt der Baum. Bin mal gespannt, wie lange er das hier machen wird. Er wird auf jeden Fall die Chance bis zur Winterpause bekommen, davon gehe ich mal fest aus. Aber ob er darüber hinaus noch weiter zuständig sein wird, ich weiß es nicht. Ändert auch nichts daran, dass die Augsburger weiterhin viele Verletzte haben. Das war auch kein Umstand, der Dirk Schuster geholfen hat. Obadia fehlt verletzt, Kayubi weiterhin verletzt, Chor ist gesperrt, genauso wie Tim Rieder. Auch der muss eine Sperre absetzen, weil nämlich in der U23 ebenfalls einen Platzverweis bekommen hat. Und Carlsen Bracker wissen wir noch nicht, der müssen wir ein Fragezeichen dran machen. Wird auf jeden Fall schwierig für ihn. Aber auch die Gladbacher haben Verletzungssorgen. Fabian Johnson fehlt wahrscheinlich, genauso wie Ibrahima Traoré und Moritz Nikolas. Hermann, Schulz, Christoph Kramer, die sind allesamt angeschlagen. Müssen wir mal gucken, ob die spielen können. Wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte werden. Augsburg ja mit immerhin 6 Punkten aus den letzten 5 Spielen. Dennoch reicht es nicht für Trainer Dirk Schuster. Im letzten Spiel dann die Niederlage gegen Hamburg SV lief eher unglücklich. Bei den Gladbachern wittert man so ein bisschen Morgenluft oder wittert man so ein bisschen Aufwind. Man hat gegen Dortmund ja verloren, gegen Barcelona hat man sie auch abschlachten lassen. Dann der glückliche Sieg gegen FSV Mainz 05. Ändert aber natürlich auch nichts an der notorischen Auswärtsschwäche. Ich bin auf jeden Fall auf das Spiel gespannt. Ich tippe hier mal auf ein 0:0. Es geht weiter mit Schalke 04 gegen den SC Freiburg. Und bei den Schalkern fehlt inzwischen auch der letzte Stürmer, liebe Freunde. Ja, da ist natürlich jetzt auch Choupo-Moting ausgefallen. Wird auf jeden Fall gegen Freiburg nicht spielen können. Die Freiburger haben natürlich auch weiter ihre Probleme. Niedermeier hat Rückenbeschwerden. Höfler ist weiterhin fraglich, der war auch immer ein stabilisierender Faktor. Und wir wissen ja, dass die Freiburger nicht auswärts stark sind. Schalke, ja, zuletzt doch mit 3 Niederlagen, müssen wir sagen. Zweimal gegen RB verloren, einmal gegen RB Leipzig und einmal gegen RB Salzburg. Dann auch noch gegen Leverkusen. Tat nicht Not, Freiburg wieder mit ein bisschen Aufwind. Man hat das Unentschieden gegen Leverkusen mit einer starken Leistung von Schwolo einfahren können. Und genauso gegen Darmstadt hat man auch gewinnen können. Ich glaube, dass die Schalker hier vielleicht Probleme haben. Wir können ein Tor zu erzielen. Von daher tippe ich ein 0:0. Das nächste Spiel in der Konferenz ist RB Leipzig gegen Hertha BSC Berlin. Wird auch eine spannende Geschichte. RB weiterhin mit Verletzungssorgen in der Abwehr.
Das ist natürlich Compaire, der weiter ausfällt. Ken Gibson, Lukas Klostermann ist auch kein Einsatz zu denken, genauso wie Papadopoulos. Die Berliner laborieren allerdings auch ein wenig an Verletzungen rum. Ob Mitchell Weiser wieder rechtzeitig fit werden wird, wissen wir nicht. Der hat Rückenbeschwerden, Nils Körber fehlt, genauso wie Sebastian Langkamp. Und auch Anthony Brooks fehlt wohl gegen Leipzig, er hat Achillessehnenprobleme. Das macht die Sache durchaus anfällig für die Berliner. Ich denke, dass hier beide vielleicht auch ein schwieriges Spiel vor der Nase haben. Die Leipziger nach ihrer ersten Niederlage gegen den FC Ingolstadt auswärts. Zu Hause ist man noch weiter ungeschlagen und weiter auf einer Welle der Euphorie. Hertha auswärts sowieso nicht so gut. Letzte Woche dann die Niederlage gegen Werder. Auch keine guten Vorzeichen. Ich tippe, dass RB hier das Spiel machen wird. Leipzig gegen Hertha BSC Berlin 1:0. FSV Mainz 05 gegen den Hamburger SV ist die nächste Partie. Bei den Mainzern lief es unter der Woche jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Es fehlt Nico Bungert, Magen-Darm-Infekt. Ob Berghin rechtzeitig fit werden wird für einen Einsatz gegen die Hamburger, müssen wir abwarten. Bei dem HSV fehlt natürlich Luis Holtby, ganz klar, nach der Tätigkeit hier gegen Chor. Giroud fehlt gelb gesperrt, auch keine gute Sache. René Adler kehrt so langsam wieder ins Training zurück. Da gibt es sofort Schritte bei seiner Schleimbeutelentzündung. Wird auf jeden Fall interessant werden. Ich glaube nicht, dass er hier schon wieder im Tor stehen wird. Mainz mit einer sehr durchwachsenen Saison, immer mal wieder mit Siegen gegen vergleichsweise einfache Gegner, aber gegen die etwas schwereren Brocken wird es denn nichts. Ne? Man hat gegen Hertha verloren, man hat gegen die Bayern verloren, man hat auch unglücklich gegen Gladbach verloren. Da klebt momentan der Pech am Schlappen bei den Mainzern. Nur in der Europa League hat man gewinnen können, immerhin. Der HSV jetzt gleich mit 2 Siegen in Folge auf einer kleinen Euphoriewelle. Endlich scheint sich der Trainerwechsel zu Markus Gisdol hier merkbar zu werben. Und von daher tippe ich hier beim Mainz 05 gegen den Hamburger SV auf eine gerechte Punkteteilung 1:1. Das letzte Spiel in der Konferenz ist der SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Wird auch eine spannende Geschichte werden. Bei den Kölnern fehlen weiterhin viele Spieler verletzt. Timo Horn weiter mit seiner Knieverletzung. Matthias Lehmann auch ein wichtiger Faktor für die Kölner. Bittencourt fehlt verletzt. Marcel Risse wird auch nicht rechtzeitig fit werden. Dazu die Sperre für Özcan, der ja im letzten Spiel gelb-rot bekommen hat. Marot müssen wir nochmal abwarten. Also viele, viele Verletzte bei den Kölnern. Bei den Bremern ist es gar nicht so schlecht. Izet Hajrovic fehlt, okay, aber man hat in der Offensive genug Potenzial. Florian Grillitsch, müssen wir mal abwarten, ob der rechtzeitig fit wird. Es ist ein Spiel mit komischen Vorzeichen. Werder mit 2 Siegen in Folge gegen Ingolstadt war es glücklich, aber nicht unverdient. Und gegen Hertha hat man richtig gut gespielt und als erste Mannschaft in Berlin gewonnen. Die Kölner weiter mit einem Auf und Ab durch die gesamte Saison. Erster Sieg gegen Gladbach, dann das Unentschieden gegen Augsburg. Die Niederlage gegen Hoffenheim und dann das Unentschieden gegen Borussia Dortmund. Eigentlich müsste jetzt wieder ein Sieg rausspringen, wenn man so der Kurve glauben darf. Glaube ich allerdings nicht dran. Dafür sind die Kölner momentan zu geschwächt und Bremen durchaus auf einer kleinen Euphoriewelle. Ich kann mir vorstellen, dass hier sogar Punkte für Werder drin sind. Ich glaube sogar 3 Punkte an der Zahl. Und von daher tippe ich Werder gegen 1. FC Köln 3:1. Bei den Wölfen ja auch in dieser Woche das Beben. Klaus Allofs wurde entlassen. Man ist dort auf der Suche nach einem Ersatz. Ob Valerian Ismail sich hier halten wird, weiß man noch nicht. Ich denke, dass er hier die Chance bekommen wird, auf jeden Fall bis zur Winterpause. Wie es dann weitergehen wird, warten wir einmal ab. Bei den Frankfurtern kennt man solche Sorgen nicht. Da kennt man höchstens Verletzungssorgen und Probleme mit der Sperre. Timothy Chandler fehlt für ein Spiel aufgrund der Sperre. Und es sind noch diverse Spieler in der zweiten Reihe bei Frankfurt verletzt. Bei den Wölfen müssen wir wahrscheinlich auf Didavi verzichten, dazu Marcel Schäfer. Man hat durchaus kleinere Probleme. Jakub Blaschikowski hat hier eventuell auch Magen-Darm-Probleme. Mal gucken, ob er halt rechtzeitig fit werden wird. Die Wölfe natürlich konsequent schlecht, gerade in letzter Zeit. Aus den letzten 4 Spielen 3 Niederlagen, dann das deftige 5:0 bei Bayern München, was man kassiert hatte. Die Frankfurter oben auf aus den letzten 5 Spielen, keine Niederlage, 2 Unentschieden zuletzt gegen Augsburg, war nicht einfach, genauso wie gegen Hoffenheim war auch nicht einfach. Die Wölfe, bei den Wölfen müsste es den Frankfurtern eigentlich doch leichter fallen. Und ich tippe, dass sich hier die Frankfurter aufgrund der stabileren Situation durchsetzen werden. Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt 0:2.
Dann, liebe Freunde, der SV Darmstadt 98 gegen Bayern München. Ja, machen wir es kurz. Das wird eine klare Angelegenheit werden für die Münchner. Darmstadt jetzt auch schon mit der siebten Niederlage in Folge. Da hat der neue Trainer Bernd Roth noch nichts ändern können. Und bei den Bayern läuft es wirklich wieder gut. Ja, seit dem Spiel gegen Leverkusen schafft man es auch verdient zu gewinnen. Und von daher tippe ich hier Darmstadt gegen Bayern München 0-4. Das letzte Spiel am Sonntag ist Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Ingolstadt. Die Ingolstädter, der sind ja die halbe Liga für dankbar, dass sie 1-0 gegen RB Leipzig gewonnen haben. Aber auch bei den Leverkusen läuft es gut. Man hat 3-0 in der Champions League gegen AS Monaco gewonnen und 1-0 gegen Schalke 04. Bei den Ingolstädtern kommt dazu, dass es eine gelb-rote Karte für Lecky gibt. Der fehlt natürlich, genauso wie Bregerie. Auch der ist weiterhin verletzt. Bei den Leverkusenern, ja, geht es so langsam voran. Bellarabi macht immer weiter Fortschritte. Er kam auch ins Teamtraining zurück. Vielleicht reicht es jetzt schon für ein paar Einsätze. Wiederum muss ich mir auch fragen, warum vor der Winterpause. Ich glaube, da will man dann auch die Kraft aufbauen. Volland natürlich Muskelbündelriss wahrscheinlich und Lars Bender ebenfalls ohne Chancen auf einen Einsatz. Dennoch glaube ich hier, dass die Leverkusener das Ding machen werden. Ingolstadt, wenn man so einen Favoriten geschlagen hat, schwebt man auf so einer kleinen Wolke. Und ich glaube, das könnte für die vielleicht sogar zum Verhängnis werden. Von daher tippe ich Bayern 04 Leverkusen gegen FC Ingolstadt 2-0. So, liebe Freunde, das waren meine Tipps zum 15. Spieltag. Lasst mich eure Tipps wissen. Schreibt mir sie in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, würde mich doch sehr freuen. Und aktiviert die kleine Glocke daneben, abonnieren, dann verpasst ihr auch keines der Videos. Ich freue mich, dass es am Montag wohl Videos über Comunio geben wird. Ich habe nämlich die Erlaubnis bekommen von Comunio, dass ich so eine Spieltagsanalyse machen darf. Und da freue ich mich richtig drauf. Wenn alles gut klappt, kommt am Montag das erste Video dazu. Leute, bleibt am Ball, euer Sören. Ciao.